vielleicht als kleine Schlussrunde nochmal, was würdet ihr denn Frauen, die vielleicht noch nicht so ganz sicher sind und jetzt gerade Abi machen, was sie studieren sollen, was würdet ihr mit auf den Weg geben wollen? Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich gut über die Studiengänge zu informieren, zu schauen, was steckt eigentlich hinter diesem einen Namen, der vielleicht nicht alles ausdrückt, und mich nicht nur an den Studiennamen zu orientieren, sondern wirklich zu schauen, was steckt dahinter, interessieren mich vielleicht Teilbereiche, Leute zu fragen, die das studieren, oder vielleicht haben die Studienbereiche schon Instagram-Accounts oder sind anderweitig aktiv auf den sozialen Medien, da zu schauen, was passiert da eigentlich. Ich würde auf jeden Fall allen jungen Frauen ganz klar sagen, lasst euch nicht einschüchtern. Und wenn ihr denkt, ihr schätzt euch gerade irgendwie als zu gut ein, dann schätzt euch genau richtig ein. Und macht einfach das, was ihr machen wollt und was ihr auch umgesetzt sehen wollt, weil es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, das selber in die Hand zu nehmen. Dann möchte ich gerne drei kleine Punkte mitgeben. Zum einen, es gibt keinen Grund, warum ausgerechnet du es nicht schaffen solltest. Der zweite ist, wenn dich was interessiert, sei es ein Forschungsinstitut oder ein Unternehmen, schreib die Leute an und frag, ob du vorbeikommen kannst oder dich mit denen unterhalten kannst. Die meisten werden wahrscheinlich dir antworten. Wenn nicht, ist es kein persönliches Ding, sondern vielleicht einfach so ein Zeitding. Und generell reden Menschen gerne über das, was sie machen, und sind stolz auf das, was sie tun. Deswegen schnupper einfach mal rein. Und das Dritte, vielleicht so für den gesamten Zusammenhang, halt auch, weil wir das Thema hatten, Elektrotechnik, was hat das mit der Klimakrise und der Energiewende zu tun? Einfach umhören, was es für spannende Projekte gibt. Da kann ich auch gerne eins nennen, das Projekt Earth 2250. Da bin ich Projektleiterin, das ist vom VDE YoungNet, so eine Ringvorlesungsreihe, und da geht es auch um Zukunftsfragen. Wie wird sich die Welt verändern? Was muss getan werden? Und ich denke, da kann man auch ziemlich viel Inspiration mit rausholen. Ja, genau. Ja, ich möchte gerne allen jungen Frauen mitgeben, wenn du Lust hast, dich an der Energiewende zu beteiligen, wenn du die Welt retten willst, dann ist Elektrotechnik genau das richtige Studium für dich.